Herzlich willkommen bei Scholas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und neben mir leuchtet hell und klar der Bote des Handelns. Gemalt für eine wunderschöne Seele, die ja sehr dynamisch aktiv ist, aber die noch immer ein bisschen die Zügel festhält in ihrem Leben und die jetzt wirklich ins Vertrauen gehen darf, die Zügel loslassen darf und ja, sich ein Beispiel nehmen darf an der Antilope. Die ist nämlich sehr schnell, die kann super schnell reagieren. Also wenn irgendwie Gefahr im Wind ist, zack, geht sie nach links und saus los. Und ja, bei uns wird es hier auch immer schnelllebiger, habe ich den Eindruck. Und wir müssen auch immer schneller reagieren, was ist gut für unsere Seele und was nicht. Und ja, wenn wir unsere Träume leben wollen, dann müssen wir natürlich auch sehr hellhörig sein und hellfühlig, wo die Zeichen sind. Wann ist es gut zu springen und wann nicht? Und genau darum geht es in diesem Bild. Und ich kann euch dieses schöne Gedicht nicht vorenthalten. Es hat so viel Kraft und so viel Power, dass ich selbst auch so richtig so, boah, jetzt los. Ja. Bote des Handelns. Lebhafte Seele, aktives Sein, deine Antennen stark, aber fein. Es kommt in dein Leben ein Fabelwesen, eines, was noch nie da gewesen. Die Antilope mit großen Flügeln, brauchst nicht mehr dein Temperament zu zügeln. Es geht um dein Handeln, jetzt und hier. Es weckt dein Feuer, das wilde Tier. Die Antilope ist schnell wie der Wind, so wachsam auf ihren Instinkt besinnt. Bekannt ist sie für ihr sanftes Wesen, wachsam kann sie in den Winden lesen. Doch hat sie auch Hörner für ein deutliches Nein, fühlt ihre Kraft alles andere als klein. Lässt mutig los von Verstrickung und Altem, dort wo noch unschöne Muster walten. Mutig springt sie in ihr Lebensglück, schaut nur voraus und nicht zurück. Komm in Bewegung, mahnt dein Bote, dich nicht mehr in alten Netzen verknote. Nimm deinen Platz ein in bunter Welt, wird durch dein Sein wahrlich erhellt. Es braucht nur ein Schritt in die richtige Richtung, lass los das Gefühl alter Verpflichtung. Denn du bist frei und sehr lebendig, deine Seele wachsam und unfassbar wendig. Wenn du deine männliche Kraft annimmst, dich automatisch ins Machen schwingst. Es geht um dein Yin und auch um dein Yang, vereint in dir ein Leben lang. Vertrau auf dein Herz, komm in Aktion, Freude im Leben dein köstlicher Lohn. Spring rein in dein Leben, setz dir ein Ziel, ein kleiner Schritt bewirkt oft viel. Dynamische Seele, es ist an der Zeit zu leben, dein Traum. Sei jetzt bereit. Liebe sie ist, wird immer sein. Zauber für dich deinen Sonnenschein. Deine Schola. Es war mir eine Ehre und Freude, für dich zu pinseln und natürlich auch dieses Gedicht kommen zu lassen. Und ja, und es macht mich selber ganz frisch und fröhlich und ja, wir kommen ins Machen. Das ist gar nicht anders jetzt möglich. Die Menschen, die wirklich anfangen, in ihre Seele und in ihr Herz zu schauen und ja, ihre Träume anfangen zu leben, werden immer unterstützt vom Universum. Wir bekommen Rückenwind und ja. Und natürlich möchte ich auch, dass du mir ein bisschen Rückenwind gibst. Vergiss nicht, deine Liebe unter das Video zu setzen mit einem Like oder mit einem ganz liebevollen Kommentar, was dir dieses Video jetzt geschenkt hat. Ich freue mich, dass du bis hier jetzt zugehört hast und ja, wünsche dir einen herrlichen Tag. Ich genieße ihn unter blauem Himmel und habe schon heute eine ganz schöne Begegnung gehabt hier auf den Feldern mit einer Frau mit Pferden und es war so ein schönes Gespräch. Wir können uns unser Leben wirklich schön zaubern und ich freue mich, dass du da bist und wir gemeinsam diese Zeit wandeln. Bis dann. Tschüss.
Thank you.